Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal ein etwas anderes Video, und zwar haben wir ein Technikvideo, da gerade eben vor 5 Minuten gerade eben die WWDC geendet ist. WWDC ist die Worldwide Developer Conference von Apple. Das war gerade die Keynote davon, die geht jetzt eine Woche lang, aber die Keynote davon, also die Pressekonferenz davon, die war jetzt. Und es ging halt um ein paar 6 verschiedene Sachen im Groben. Da habe ich ein paar Notizen hier gemacht. Aber erstmal eine kurze Kurzfassung davon. Die noch kürzer ist, also die Kurzfassung, die ich danach machen werde. Aber erstmal ganz kurz für Leute, die nicht ganz so viel davon wissen. So, das erste war tvOS, also ein neues Betriebssystem fürs Apple TV. Weil es noch kein neues Betriebssystem gab diesmal, sondern es gab nur eine Neuerung in der TV-App. Ich glaube aber nicht in Deutschland, sondern nur in den USA und ein paar Länder vielleicht noch. Ich weiß nicht genau. Da gibt es jetzt Amazon Prime Video drauf. Die zweite Neuerung, die war etwas größer, die war, fand ich auch gut, weil ich habe eine Apple Watch, wie man hier schon sieht, und diese Neuerung finde ich sehr gut. Mit Watch OS 4. Die Generation des Watch OS mit neuen Watch Faces und anderen Neuerungen. Das dritte ist Mac OS, also wieder ein neues Betriebssystem für den Mac. Das war vorher nämlich Mac OS Sierra, jetzt gibt es Mac OS High Sierra. Also Sierra in High. Ein verschlagter Name, aber naja. Dann gab es noch neue Macs. Und zwar, es gab neue iMacs. iMacs sind diese großen All-in-One-Mac-Teile. Da gab es auch neue Modelle. Und ein Sneak Peek für ein iMac Pro. Dann iOS. Es gibt iOS 11. Nochmal schön dekoriert von hinten gesehen. Da ist eine große 11. Ist auch schon dekoriert für das Video. Richtig krass. Fällt sogar Pizza drauf. Übrigens, auch noch perfekt vorbereitet hier mit meinem krassen Apple-T-Shirt. Wow. Also iOS 11 gibt es halt neue Sachen, Messages-App und Apple Pay Siri. Leider kein Darkboard wie vorher gedacht, aber das ist sehr traurig, aber naja. Dann das nächste, das fünfte auch schon, ist das neue iPad Pro. Es hat kleine Ränder jetzt vor und besitzt einen 10,5 Inches Zoll Dings großen Bildschirm. Dann gibt es zu diesen iPads noch ein krasseres iOS 11. Einem krassen Dock und einem krassen Drag-and-Drop-Future und Filesystem und Zeugs, ganz viel Zeugs, ja. Dann das letzte, das Geheim, was keiner wusste, was auch immer das sein sollte. Jetzt wissen wir es, es ist der Home. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie eine Haustoilette, also der Pott, und das ist am Haus und dann ist das der Home-Pott, die Haustoilette. Klingt auch schon am Whiteboard dran, das kann man schon noch nicht sehen, aber ist mir egal. Und zwar ist es ein richtig krasser Speaker und ein richtig krasser Smart-Speaker. Also sozusagen ein krasser Speaker, Wireless-Speaker-Dings. Und irgendwie ein Google-Dings, Google Home oder Amazon Echo. Wird eben mit Siri zusammengemischt und dann ist das Teil. Und dieses Teil kostet $349. Das ist richtig krass jetzt machen. Ja, das ist so amazing. Wow. Ja, guck mal mein O, ist unscharf. Okay. Okay, es gab zuerst ein krasses Video. Das war, keine Ahnung warum das war. Das war halt die Worldwide Developer Conference, deswegen gab es ein Video mit dem, wo am Ende dann die Schriftzug kam, keep making it. Es geht halt im Video darum, dass bei den ganzen iPhones die ganzen Apps verschwunden sind und da hatten keine Leute mehr S, sondern überall Chaos ausgebrochen und alle sind ineinander gefahren, weil kein Navi funktioniert hat und alle sind gestorben. Explosion, ganz viel Zeugs. Ja, war richtig ein bisschen verwirrend am Anfang, aber naja. Tim Cook kam auf die Bühne und hat gesagt, this will be the best and biggest WWDC ever. Dann hat es ein 5-6 Announcement, habe ich auch schon gesagt eben. Und zwar halt das erste, was kam, war ja tvOS. Und seit letztes Jahr gab es die TV-App für das tvOS, also für iOS und das Apple TV halt. Und jetzt kommt da Amazon Prime Video dazu. Und das erwarten die auch schon von diesem TV-OS. Dann kam das zweite, WatchOS 4. Es gibt da verschiedene Watchfaces. Siri Watchface, was sich automatisch anpasst. Und danach gab es noch einen Watchface, das war viel bunt und hat sich ein bisschen geändert, so mit der Zeit auch noch so komisch. War bunt und keine Ahnung, wie es hieß. Kaleidoscope Face, Quantoscope, was mit Scope, keine Ahnung. Das war interessant, aber sah ganz gut aus, so für Frühlingsmäßig. Dann gab es noch ein Toy Story Watchface, beziehungsweise es gab mehrere Toy Story Watchfaces mit diesen drei Charakteren, diesen Cowboy, dieser Cowgirl und dieser Typ im großen Anzug. Also Buzz, Withy und Jessie oder so ähnlich heißen die. Da gibt es noch krasse Animationen dabei. Die Notifications von der Aktivitäts-App werden personeller, monatliche Challenges, die dann auch auf einen angepasst sind. Und wenn man alle Ringe schließt und wenn alle geschlossen sind, gibt es eine richtig krasse Animation. Ja, dann gibt es noch eine neue Workout-App, beziehungsweise etwas
designte Workout-App und auch ein Pool-Swim-Workout, was richtig krass funktioniert. Man kann auch jetzt in einer Session Workouts machen, das heißt, du kannst also vom Laufen auf Radfahren auf Schwimmen umstellen in der gleichen Session. Dann gibt es noch eine Musik-App, die redesigned wurde, noch ein neues Dock, was krass aussieht. Es gibt eine Flashlight-Funktion, irgendwie verschiedene neue Funktionen, wie zum Beispiel Glucose kann man messen. Und das kommt dann im Herbst. Das nächste macOS High Zeria. Also Zeria in High. Aber auf jeden Fall ist es jetzt krasseres Zeria. Mit nicht ganz so vielen Neuerungen, aber ein paar Neuerungen wenigstens. Und zwar ist der Safari-Browser krasser geworden. Autoplay kann man jetzt blocken. Es hat ein Intelligent Tracking Prevention. Also man kriegt jetzt nicht mehr diese Werbung, die auf einen sozusagen, wenn man drauf shoppen war, dass man die ganze Zeit von diesem Eindruck Werbung bekommt, da irgendwo hinklatscht, weil sie da dieses Intelligent wegklatscht, diese Scheiße. Dann gibt es ein Mail-Update, und da gibt es ein krasseres Search-Dings und ein krasseres Splitscreen. Also die Mails brauchen auch weniger Speicherplatz auf Mac jetzt mit dem neuen Update. In Fotos, in der Fotos-App, eine verbesserte Search-Function, Faces, The Faces-Funktion wurde auch verbessert und ist jetzt mit dem iPhone und allen Geräten synchronisiert. Fotos bearbeiten, auch jetzt besser, mit krasseren Sachen drin. Es gibt auch, wie bei iOS 10.3, glaube ich, war das, iOS, wo das reinkam, ein neues File-Management-System. Und zwar das AFS, das Apple File System. Das ist leicht schneller. Ein Beispiel, mal irgendwie richtig krasse Videodateien, 7 GB waren das, Videodateien, muss man, ja, waren da kopiert. In Zeria haben die irgendwie, war auch relativ schnell, irgendwie 10 Sekunden gebraucht, um 7 GB zu kopieren. Neuen High-Zeria mit dem neuen Filesystem brauchen die noch irgendwie eine Sekunde oder so. War leicht schneller. Dann gibt es jetzt noch Metal 2, 10-mal schneller als das Metal 1. Für VR gibt es dann noch optimierte Programme, wie Final Cut Pro wurde auch optimiert für VR. Es gibt SteamVR. Die Sachen kommen auch im Herbst zum VR passend. Es gibt neue Macs. Und zwar gibt es neue iMacs zum ersten Mal. Diese iMacs haben ein besseres, krasseres Display. Sie haben einen Kaby Lake Prozessor, der 7. Generation von Intel und haben halt mehr Speicherplatz. Die haben 2 USB-C-Anschlüsse hinten dran. Dann gab es da halt noch 3 verschiedene Arten von dem. Das günstigste davon ist mal 80% schneller als das vorher. Das mittlere ist 3-mal schneller als das vorherige. Und das krassere, der hat 5,5 Teraflops. Was auch immer das heißt, ich habe keine Ahnung leider, weil ich dumm bin, aber naja. Dann gab es eine VR-Demo. Dann wurde auch noch die Preise sind wie vorher auch, nur 1.099 $ für das günstige. Der Preis vom mittleren ist günstiger geworden, der kostet nur $1.299. Das teure kostet $1.799. Dann gab es auch noch Neuerungen bei MacBook Pros. Die haben jetzt auch einen Kaby Lake Prozessor. Und das mittlere Modell ist auch wieder günstiger geworden. Und zwar auch auf $1.299, wie der iMac. Also 13 Zoll Modell meine ich jetzt damit, mit Touchbar. Dann gab es eine krasse Sache. Es gab einen Sneak Peek für den iMac Pro. Das ist jetzt der krasseste Mac, den man je gemacht hat. Wie man auch schon sehen kann, jetzt in Space Grau erhältlich, glaube ich, ist das. Also ist dunkle Farbe, auch neue Tastatur und Maus dann auch noch Space Grau, das ist richtig krass. Also der hat einen 8-Core, also einen 8-Core-igen Xeon-Prozessor. Dann gibt es noch ein Modell, einen 10-Core-Prozessor und noch ein Modell mit einem 18-Core-Prozessor. Die Grafikkarte ist eine Reading Vega Graphics mit 16 GB Videogramm. Dann hat er 4 Thunderbolt 3 Schlüsse, also USB-C-Teile, Thunderbolt 3 und ein built-in Ethernet. Der iMac Pro kostet $4.999. Den gibt es noch available im Dezember. Die nächste Neuerung ist iOS 11. Messages, ein Redesign in diesem App-Dings, also dieses Sticker von iMessage, kann man jetzt ein bisschen redesignt worden, dieses Menüteil. Und es gibt Apple Pay-Neuerungen. Und zwar kann man jetzt iMessage Geld senden. Dann Neuerung Siri. Dann verbesserte Stimme. Normaler und klingt verbesserter und klingt einfach neutraler wie ein normaler Mensch jetzt. Und das ist ja schon mal richtig krass. Siri kann jetzt auch Texte übersetzen. Siri versteht jetzt Kontext besser und kann auch Vorschläge machen. Die Siri ist dann auch mit dem Mac und der Watch und mit allen Apple-Geräten synchronisiert. Das hat man überall die gleiche Siri und versteht überall Geräte in Kontext über diese alle Geräte drüber. Die Live-Fotos sind jetzt nützlich geworden. Man hat vorher sozusagen ein Live-Foto hat, da kann man Glück, da hat man ein Video gesehen sozusagen. Also jetzt kann man halt die Live-Fotos auch noch bearbeiten, machen die Live-Fotos trimmen, die Live-Fotos als Loop machen, als Bounce machen oder als Longest Pose machen. Dann noch ein Control Center Redesign. Das Control Center ist jetzt eine komplette Seite, also wie du nicht mehr so eine Seite, wo du switchen kannst, du hast zwei, beziehungsweise wenn du Home hast, 3 Seiten. Jetzt ist alles auf einer kompletten einen Seite drauf. Auf Fullscreen wieder und es hat auch ein neues Redesign, das sind jetzt so krasse Sachen. Seht ihr ja eigentlich schon, kann ich jetzt nicht gut erklären. Man kann auch mit 3D-Touch drauf touchen und dann kriegt man noch ein bisschen bessere Infos und mehr Anschlussmöglichkeiten. Das ist jetzt in Maps,
in verschiedenen Städten, für die ganzen Einkaufszentren Pläne und auch für Airports, also für Flughäfen gibt es auch noch Pläne für innen drin halt. Dann kann man ein Do Not Disturb While Driving anschalten. Es gibt ein ganz normales Do Not Disturb, das ist also ein Nichtstören. Und jetzt gibt es noch ein Nichtstören beim Fahren. Der erkennt dann, wenn du fährst. Dann gibt es noch in HomeKit-Verbesserungen. Und zwar gibt es jetzt ein neues Segment sozusagen drin. Und zwar gibt es jetzt Speaker. Und zwar gibt es jetzt AirPlay 2. Damit kann man auf iOS Multi-Room-Audio machen. In der Apple Music App ist da noch ein Feature, ein eigenes Profil hat. Und dann kann man seine Freunde sozusagen sehen, was sie letztes Mal gehört haben und so ein Zeug machen. Das nächste ist der App Store. Der App Store hat ein Redesign bekommen. Sieht ein bisschen mehr aus wie Apple Music auch so, also vom Design her. Es gibt verschiedene Tabs unten. Es gibt nämlich jetzt einmal einen Today-Tab. Dann gibt es einen Tab Game, wo halt nur Spiele drauf sind. Dann gibt es einen App-Tab, wo halt nur erstmal Apps drauf sind, ohne Spiele. Und dann gibt es noch ein Updates und einen Search-Tab. Und es gibt Augmented Reality, also AR. Das funktioniert sehr gut. Es gibt eine Demo. Sah wirklich gut aus von der Funktion. Die nächste Neuerung ist ein iPad Pro. Es war ein iPad Pro mit 10,5 Inch Display. Das ist ein kleiner Render als zuvor und es ist 20% größer, das Display. Deswegen kann man noch eine Full-Size-Tastatur dran machen. Dann hat das durch ProMotion 160 Hz, 120 Hz. Die Performance ist 30% besser im CPU und 40% beim GPU verbessert, also schneller. Die Kamera bei dem iPad ist genauso wie beim iPhone 7. Diese iPads starten bei 64 GB bei $694. Dann gibt es eine Anpassung für iOS, für das iPad, und zwar ist ein neues Dock. Das Dock ist jetzt so. Genau. Und da kann man auch viel mehr Apps rein tun als vorher. Man kann auch überall benutzen. Also wenn du in der App drin bist, kannst du etwas hochziehen, da hast du das Dock. Dann gibt es einen neuen App-Switcher, den kann man einfach Finger hochziehen, da hat man ganz viele Apps offen und auch Control-Center-Zeugs zum Einstellen. Ganz viele Zeugs ist auch gut. Dann haben wir noch einen Drag-and-Drop-Function. Man kann also einfach einen Link hier nehmen, da reinziehen oder ein Bild nehmen, von da, also das Blend-View einfach nehmen, da reinziehen, das andere Programm, was sehr gut funktioniert. Dann gibt es eine Files-App. Die Files-App, die gab es heute Morgen schon mal irgendwie, die online gegangen kurz und danach wieder offline genommen wurden. Das ist einfach eine App für die Files. Dann kann man noch überall mit dem App-Pencil noch mehr einfach schreiben, was markieren und so ein Zeug. Kann ich dann noch in Notizen direkt was einfach was schreiben, dass man einfach komplett eine Notiz macht, indem man mit dem App-Pencil was macht. Und die sechste Neuerung, also die letzte Neuerung, ist was krasses. Es hat etwas mit Musik zu tun. Und zwar sein Homespeak von Apple. Und da ist ein Sneak Peek. Das Ding heißt HomePod. 7 Inches hoch, also ungefähr so groß. Auf jeden Fall kann man da auch wie zwei nebeneinander stellen, kann man zwei benutzen, zusammenschließen. Und die Teile haben auch Siri, sind also auch relativ schlau. Und das heißt, sozusagen ein Amazon Echo mit besserem Sprechdings, Lautsprecher. Genau. Dieser HomePod kostet lediglich $349. Wo der Preis auch noch geht, finde ich. Ja, und dann wird dieses Ding dann in den USA im Dezember rauskommen und überall sonst dann Anfang nächstes Jahr, 2008. Ja, das war's dann von diesem Event. Ja, da hat Tschüss gesagt und dann war's vorhin. Genau, das war's auch von diesem Event und auch von diesem Video ist dann auch jetzt. Ihr könnt gerne hier auf Abonnieren klicken und da ein neues Video von mir angucken. Wobei, man muss dann auch welches gucken, es gibt noch kein Tech-Video vom Kanal. Deswegen ist jetzt auch ein anderes tolles Video von mir drauf. Aber Tech-Videos kommen bald. Abonnieren und dann passen die tollen Tech-Videos nicht. Yay. Übrigens Apple Tech-Videos, also Apple Sheep ist hier am Start und ja. Genau. Tschüss. Wo ist jetzt der Deckel hingefallen?